Joe Biden und Kamala Harris fordern ein Gesetz zur landesweiten Maskenpflicht. Sie haben nicht erklärt, auf welcher medizinischen Erkenntnis das basiert und auch nicht, wie das funktionieren soll. Sie wollen einfach, dass jeder zu tun hat, was sie wollen. Es sind Diktatoren, genau wie all die anderen Bürgermeister und Gouverneure. Glaubst du, dass Trump das diesen Leuten erlaubt? Ja, er erlaubt es ihnen, denn die Menschen im Land sollen sehen, was diese Leute mit Zwang durchsetzen wollen, obwohl jeder weiß, dass Masken keinen Sinn machen und die Menschen sich dem verweigern. Und Dr. Scott Atlas, Regierungsberater für Covid-19, der sich schon während der Pandemie für die Wiedereröffnung der Schulen eingesetzt hat, sagte am Mittwoch bei einer Veranstaltung: Wir wissen, dass der Schaden, der durch den Ausschluss von Kindern von der Schule entsteht, enorm ist. Wir wissen, dass das Erkrankungsrisiko für Kinder extrem niedrig ist, sogar geringer als das der saisonalen Grippe. Wir wissen, dass der Schaden, die Kinder von der Schule auszuschließen, enorm ist. Und wir wissen auch, wie wir alle zustimmen würden, dass die Erziehung der Kinder Amerikas ganz oben auf der Liste der Prioritäten unserer Nation steht. Das war auch der Grund, warum Trump ihn in seine Corona-Taskforce holte. Viele hatten Angst, dass Trump zu sehr auf die Entwicklung eines Impfstoffes setzt und womöglich sogar einen Impfzwang einführen will. Das ist nicht der Fall. Trump schaut mehr auf andere Therapieformen, aber die Optik ist enorm wichtig und deshalb tut er das. Er hat die Operation Warp Speed ins Leben gerufen, wo Impfstoffe und Therapeutika entwickelt und getestet werden. Einen Impfstoff kann man aber nicht in wenigen Monaten entwickeln. Das braucht Jahre. Und wenn du ein anderes Heilmittel hast, brauchst du keine Impfung. Hydroxychloroquin ist das Heilmittel. Doch es scheint, dass Trump und die Patrioten den Deep State und die Massenmedien mit dem Thema Impfstoff vor sich hertreiben und in eine ganz bestimmte Richtung lenken wollen. Auch die Frontline-Ärzte haben die Pressekonferenz nicht ohne Grund vor dem Capitol in Washington D.C. gegeben. Das alles geschieht zu einem ganz bestimmten Zweck. CNN titelte folgendes: NIH-Chief sagt, eine politisch motivierte Zulassung des Coronavirus-Impfstoffs kann es nicht geben. Der Direktor des Nationalen Gesundheitsinstituts NIH spricht ein Machtwort. Ärzte befürchten, dass Präsident Trump kurz vor dem Wahltag die Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde FDA unter Druck setzen könnte, einen Coronavirus-Impfstoff zu genehmigen, den er als Oktoberüberraschung präsentieren wird, um Stimmen zu gewinnen. Man kann nicht einfach einen Impfstoff kurz vor dem Wahltag auf den Markt bringen und denken, er wird sicher sein und jeder wird ihn benutzen. Das darf einfach nicht passieren, sagte Dr. Francis Collins gegenüber CNN. Das ist genau das, was Trump wollte. Jetzt können sie nicht so einfach einen Impfstoff präsentieren, zum Beispiel den von Bill Gates. Trump treibt sie in exakt die Richtung, in der er sie haben will. Ein brillanter Schachzug. Mit dem zweiten Ereignis, den gewalttätigen Ausschreitungen, wissen wir, dass Trump und seine Regierung es hätte schon längst beenden können. Aber er will, dass die Leute im Land sehen, was der Deep State wirklich macht, ihre Pläne, ihre Agenda, ihre Absichten. Seit die Randale und Krawalle nach dem Tod von George Floyd begannen, sind 59 Denkmäler der Konföderierten entweder zerstört oder abgerissen worden, teilweise mit der vollsten Unterstützung der linksradikalen Bürgermeister. Ihr Ziel ist es, jegliche Erinnerung an die Geschichte auszulöschen. Denn wenn du die Geschichte nicht kennst, verstehst du auch die Gegenwart nicht. Und sie wollen nicht, dass du die Gegenwart verstehst. Sie wollen blinden Gehorsam. Der Bezirksstaatsanwalt von Multnomah County ist für die Verfolgung von Straftätern zuständig, die in Multnomah County Verstöße gegen das staatliche Strafrecht begehen. Er hat jetzt bekannt gegeben, dass er keine Anklage gegen die Gewalttäter erheben wird, die bei den gewalttätigen Ausschreitungen festgenommen wurden. Gegen normale Bürger, die keine Maske tragen, eine Party feiern oder ihr Fitnessstudio öffnen, gehen diese Leute mit aller Härte vor und dringen sogar mit Polizeigewalt in ihre Häuser, Wohnungen und Geschäfte ein. Doch die Menschen im Land realisieren das von Tag zu Tag mehr. Die großen Mannschaften der Baseball- und Fußballliga knien bei der Nationalhymne nieder. Sie tun das als Zeichen gegen den angeblichen Rassismus und positionieren sich damit für die kommunistische Black Lives Matter-Bewegung. Da die Stadien in vielen Bundesstaaten ohne Publikum sind, sind keine direkten Reaktionen der Fans dazu sicht- oder hörbar. Diese Inszenierung dient nur der Agenda des Deep State, die natürlich liebend gerne von den korrupten Massenmedien ins Land transportiert wird. Aber in Texas war das Stadion voll und dort wurden sie gnadenlos ausgebuht. Jetzt weißt du, dass leere Stadien dem Tiefstaat wesentlich besser gefallen als volle mit diesen lästigen Fans.
Natürlich ist das Ganze nur eine Propagandashow, doch bedenke, dass der Sumpf tief und weit ist. Alle Bereiche sind von ihm unter Kontrolle gebracht worden. Es umfasst Hollywood, den Sport, Politiker, Königshäuser. Das ist viel größer, als die Leute wirklich denken. Doch die schweigende Mehrheit ist größer und mächtiger. In Los Angeles fand eine mächtige Kundgebung statt und das ist bemerkenswert, denn gerade L.A. ist eine Hochburg der Demokraten und ihrer anti-amerikanischen Agenda. Joy Villa twitterte: Eine riesige Menge steht auf. In Los Angeles? Darauf kannst du wetten. Die schweigende Mehrheit schweigt nicht mehr. Wir sehen das im ganzen Land, wo die schweigende Mehrheit rausgeht und ihre Fahnen zeigt. Und der Deep State ist in Panik, besonders George Soros. Er will die Menschen davon überzeugen, dass Trump um sein Leben kämpft und alles tun wird, um im Amt zu bleiben. Wir wissen, was das ist. Drehe es einfach um. Wir nennen das Projektion. George Soros kämpft um sein Überleben. Er wird alles tun, um an der Macht zu bleiben, im Hintergrund. Und erinnere dich, dass er es war, der sagte, dass Trump kein Jahr mehr überleben wird.